Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag bei mir auf dem Kanal. Heute geht es aus gegebenem Anlass um den Einbau von Innenbeleuchtungen in Reisezugwagen. Allerdings so wie es früher war. Früher war nicht alles besser, aber einfacher. Das muss ich dazu sagen und ich habe hier jetzt ein paar Modelle liegen, die ich auseinanderpflücken werde. Ich habe hier ein paar Innenbeleuchtungen auf dem Tisch liegen und eine Kiste. In der Kiste habe ich ein bisschen Werkzeug drin. Ja, ein bisschen mehr. Was man damals klingt immer so, von wegen so, ja, als ich noch ein kleiner Junge war. Zumindest früher, klingt auch nicht unbedingt besser. Ja, aber die älteren Beleuchtungseinrichtungen, dazu brauchte man zum Einbau eine Pinzette oder man hatte filigrane Finger und man benötigte einen Schraubendreher. Muss doch nicht mal so einer sein, wo die Klinge austauschbar ist, aber das reichte vollkommen aus. Jetzt sind wir so weit, dass wir dazu noch brauchen ein kleiner Modellseitenschneider. Dann einer mit abgeflachter Seite wäre nicht schlecht, wenn man den noch hat. Man benötigt dazu noch ein Cuttermesser, man benötigt dazu noch ein Feilenset, ne? Also Feilen oder es geht auch eine Nagelfeile. Ne? Man muss einfach mal ein bisschen was wegfeilen. Bohrer, die habe ich jetzt hier nicht drin liegen. Bohrer, genau. Und ein Lötkolben. Ist jetzt bloß ein Beispiel. Ich wollte jetzt nicht meine Lötstation hier auf den Tisch packen. Ne? Das wäre mir zu unhandlich gewesen, hier rumzuhantieren. Und optional, ganz wichtig, Bohrer, ja. Optional noch Farbe und ein Pinsel. Ja. Wir sind also jetzt von zwei Werkzeugen weg zu einem, ja, doch schon ziemlichen Haufen, nur um einen Wagen zu beleuchten. Diesen ganzen Schraddel, den man heute braucht, werde ich erstmal wieder in den Karton schmeißen. So, hinfort. Nee, den brauche ich ja. Denn wir machen ja eine Zeitreise zurück. Dazu habe ich jetzt ein paar Modelle hier liegen. Unter anderem einen, wirklich aus den 70er Jahren, einen, ja, man sieht's, einen Halbgepäckwagen, ne, Reisezugwagen. Den nutze ich immer, um so ein bisschen mal mit Farben zu experimentieren. Da wasche ich mal wieder was runter, dann schraddle ich da rum und hier sind noch ein paar Spuren vom Maskierfilm drauf. Wie gesagt, ist ein Wagen, den ich laufend in der Hand habe, wo ich auf den Fenstern rumrubbel, wo es mir echt total egal ist, ob ich jetzt vorher meine Finger entfettet habe oder nicht. Aber es passiert nichts dran. Ne? Das nochmal so als Hinweis zu dem, was in dem Hauptbeitrag dann noch erwähnt werden wird. Dann war es so, dass hier drin das Dach konnte man halt abklipsen. Musste natürlich schon ein bisschen vorsichtig sein, damit man die kleinen Haltezapfen eben nicht abbricht. Und dann sahen die Wagen so von innen aus. Unten drunter waren zwei Schleifer. Und diese Geschichte, ja, muss ja trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, so, nichts abbrechen. Das waren damals die Beleuchtungseinrichtungsstreifen, ne, mit zwei kleinen Glühbirnen eben darunter, die halt durchgeschmort sind, aber darum geht es ja momentan nicht. Und eben auch die Schleifer. So, die werde ich da auch mal eben ausbauen. Ich drücke, ziehe vorne das Ganze ein bisschen aus dem, da kann ich einen Schraubendreher nehmen. Drücke so ein bisschen das Drehgestell weg und halte hier hinten das Rad fest und hebel dann das Rad raus. So. Nicht, dass es wegrollt. So, dann haben wir hier eben die kleinen Schleifer, die dazugehören. Die werde ich jetzt gleich mal ausbauen, denn die brauche ich noch für was anderes. Auch den Radsatz gelöst. So. Schleifer. Das sind die drei Teile, die man damals eben benötigt hat. Jetzt werde ich eben nochmal eben den Radsatz wieder einsetzen. So. Gucken Sie auch. Das hängt da irgendwo fest. Wird man nachher noch sehen. Es geht eigentlich ganz schnell. So, packt man mal rein. Braucht man nicht mehr. So, den ist er wieder an die Seite gelegt. Wie gesagt, ein ganz altes Modell aus den 70er Jahren. Und der Beleuchtungsstreifen mit den beiden Schleifern. An Seite gepackt. Das war jetzt das Fabrikat Minitrix bei Fleischmann. Das damals genauso. Also zumindest halt waren da zwei Schleifer unter und man konnte dann eben
das Dach auch vorsichtig lösen. Und auch das ist der Wagen, den ich hier schon mal gezeigt habe, wo ich nämlich die Kupplung repariert habe. Den habe ich auch laufend in der Hand gehabt, nicht irgendwie großartig Finger entfettet. Und das Silber auf den Fenstern ist noch drauf. Ja, auch nur so als kleiner Hinweis. Hier kann man sehen, sind zwei Leuchtdioden, wollte ich gerade sagen, zwei Glühlampen mit verbaut. Das ist auch eine ganz alte Platine, die hier drin liegt. Und man sieht auch schon, dass die über zwei Punkte eben eingeschraubt ist. Die neueren Streifen bei Fleischmann sehen dann, brauche ich den gar nicht aufmachen, sehen dann so aus, auch noch mit Glühlampe, allerdings nur eine. Ich weiß nicht, warum das hier, der habe ich außer einem gebrauchten Wagen mal ausgebaut, warum das hier so komisch umwickelt ist. Da ist nur eine Glühlampe, aber dieses Plexiglas-Teil, dieses Gussspritzteil, das transportiert das Licht dann eben über die gesamte Wagenfläche. Ja, also hier an der Stelle, wo die Lampe sitzt, ist noch ein bisschen heller. Aber das ist halt dann der Fleischmannstreifen. Hier ist noch ein anderer Mini-Trickstreifen. Das war ja der alte. Dann später sahen die so aus. Hier sind auch noch Glühlampen verbaut. Aber das ist zum Beispiel jetzt ein kürzerer aus einem Schürzenwagen. Hatte ich den mal ausgebaut. Und die hatten hier auch die Besonderheit, wenn das jetzt nicht ganz passte mit den Abständen, dann konnte man diese Teile auch noch verschieben. Waren also keine Langlöcher, das war wie gesagt diese Aufsteckgeschichte. Und hier habe ich nochmal einen Streifen, der mal von einem Vorbesitzer modifiziert wurde. Da wurden dann die Glühlampen abgelötet und LEDs mit V-Widerstand aufgelötet. Also zwei kleine Platinen wurden dann da draufgesetzt, ja, und verbunden. Kann man also auch machen. Man kann also die alten Dinger auch nachrüsten. Okay, dann komme ich mal zum Einbau. Beziehungsweise habe ich jetzt hier einen modernen. Den habe ich mir letztes Jahr, vor zwei Jahren habe ich mir den geholt. Da ist das Prinzip noch genauso wie in den 70er Jahren mit dem Einbau der Innenbeleuchtung bei Minitrax. So. Ich kann mal, vielleicht lasse ich den mal die Zeit laufen. Mal gucken. Wir öffnen erstmal das Dach, genauso vorsichtig wie immer. Vielleicht hoch, vorsichtig wie immer. Ich lasse mal alles fallen. Jetzt haben wir hier im Wagen zwei Steckzapfen. Das, was ich beim Minitrix halt ein bisschen blöd finde, ist, dass diese Zapfen immer genau so im Sichtbereich liegen. Jetzt ist das hier zwar eine alte Beleuchtung, aber ich will mal eben schauen. Die passt da noch haargenau auf die Zapfen. Da hat sich also nichts geändert. Jetzt kann man natürlich sagen, die machen den gleichen Scheiß wie vor 40, 50 Jahren. Nee, ist nicht scheiße. Man macht den Wagen auf, macht ihn wieder zu. Ich labere schon wieder viel zu viel. Jetzt kommt es mit meiner Zeit gar nicht hin, wenn ich die stoppe. Also Wagen wieder zu. Hebe mir dann, weil es einfacher ist, ein Drehgestell eben erstmal den eine Rad raus. Ah ne, ich muss ja Minitrix nehmen. Nee, das waren die Minitrix-Schleifer hier. Schiebe die unter die eine Achse, lege das Loch hier in die Mitte, wenn es denn geht. Ja, ist ja immer so, ne? Wenn es mal ein bisschen so rausgehupft, weil ich untergekommen bin. Ich hebe mir mit der Pinzette selber das Ding hier gerade raus. Das ist ein bisschen blöd. So, vielleicht soll ich mal festhalten. So. Und so, halt mein Blech fest. Und klipse jetzt meine Räder wieder rein. Da ist einmal drin. Rollt natürlich jetzt etwas schwieriger. Halt, mal gucken. Habe ich ja jetzt auch auf die Polung geachtet? Ja. Ne, bei solchen Sachen darauf achten, dass die... Also eine Seite von den Rädern ist isoliert. Da ist so ein schwarzer Kunststoffeinsatz im Radreifen. Ups. Und die müssen halt gegenüberliegend dann eingebaut werden.
bei den Drehgestellen aber nur, denn beim Drehgestell an sich, ja, ich komme gleich dazu, wie ich es drin habe. So, ich spreiz hier wieder ein bisschen auseinander, so, damit es auch nicht, so, okay. Also, bei dem Drehgestell habe ich jetzt die Isolierung auf der Seite, da sind diese schwarzen Buchsen dann drin und bei dem Drehgestell sind die genau gegenüber. Ansonsten Kurzschluss, ne? Hier Strom rein, Strom raus. Ansonsten Strom rein, Strom raus. Das wäre schlecht. Strom rein, Strom raus auf einer Schiene, das wäre schlecht. Das wollte ich sagen. So, ja, Zeit gestoppt. Ich weiß nicht, wie viel es war. Das werde ich dann am Rechner sehen. Der Wagen ist jetzt so gesehen fertig. Beleuchtet. So, ganz schnelle Sache. Wenn eigentlich hier irgendwelche Teile wegfliegen oder man nebenbei labert, man sollte natürlich auch ein bisschen Ruhe dabei haben. Bei Fleischmann sah die ganze Geschichte schon anders aus. Also auch wieder vorsichtig das Dach abnehmen, was mir gleich wahrscheinlich wieder auch wieder durch die Gegend fliegen wird. Ja, da raus und zack. Ja, das ist jetzt da, wo ich den Streifen nämlich ausgebaut habe. Normalerweise klebt man hier diese Aluminiumgeschichte drunter, war damals halt auch schon zur besseren Lichtverteilung. Hier ist so ein komisches Ding. Ich laber schon wieder zu viel, die Zeit läuft. So, dann sind hier zwei Bügel drin. Die sind schon immer in diesem Wagen drin. Also wenn man die kauft, sind diese, oder wenn man die gekauft hat, waren diese Bügel schon drin mit den Schrauben. Die sind dazu da, um die Platine zu halten. Und das ist ein leitfähiges Material, was mit den Schleifern nachher unten drunter verbunden ist. Ich zeige euch nochmal, wenn ich die Schraube lose habe. So. Und zwar ist hier unter eine kleine Schraube und mit der Schraube vom Drehgestell sind auch diese Bügel befestigt. Das heißt, wenn man das Drehgestell löst, dann verputzen einem diese Dinger entgegen. So, dann nehmen wir den Streifen und setzen den hier oben drauf auf diese Bügel. Ist halt schon ein bisschen aufwendiger als bei den Mini-Tricks haben, wo man einfach bloß Dach ab, Streifen draufschieben oder draufklippen, Dach wieder zu und dann die Schleife einbauen. Hier muss man halt noch Schrauben drehen. Schon ein bisschen mehr gewesen. So. Ja. Warte mal. Ja, ist immer, wenn es schnell gehen soll, dann geht es halt nicht. So. So, gucken. Abteile liegen da. Lüfter liegen überall in den Abteilen. Und Dach wieder drauf, in Beleuchtung drin. Hier machen wir es genauso. Achse raus. Schleifer geschnippt. Festgehalten, Achse genommen. Einmal. Nächste Schleifer da rein. Bei denen, die Schleifer können sich auch nicht verdrehen. Bei dem sieht man es jetzt nicht mehr so gut. Bei dem kann man es, denke ich mal, noch erkennen. Da sind im hinteren Bereich zwei kleine Zapfen und dazwischen liegt dann der Schleifer. Das heißt, er kann gar nicht hin und her schlattern, sondern wird da ganz gut dann fixiert. Auch nicht schlecht. Unter die Achse geschoben. Fingernagel fixiert, Finger fixiert. Oh. Oh, kann ich jetzt sogar so eindrücken. So, okay. Fertig. Ja, und da baut man sich mal eben, ne, wenn man dann die Beleuchtungseinheiten sich besorgt hat, baut man sich mal schnell seine Wagen, ja, rüstet die um, dass sie halt dann eben auch
schön leuchten. Was hier gerade, sag ich mal, man hat eine kleine Modellbahn, so, ja, sag mal, eine ganz einfache Spanplatte, gar nicht großartig mit Modellierung, sondern graue Farbe in den Straßen aufgemalt, einfach nur zum Spaß haben, damit man mit seinen Kids halt ein bisschen ein paar Züge fahren lassen kann. Haut sich dann vielleicht noch ein paar Beleuchtungen drauf, so ein paar Straßenleuchten oder sowas und beleuchtet die Häuser, jetzt natürlich mit LEDs, beleuchtet die und möchte natürlich dann auch seine Züge mal abends im Dunkeln fahren lassen, weil das ist ja dann doch schon eine recht spannende Geschichte, sieht auch interessant aus, wenn die Züge dann eben auch, die Wagen von innen dann auch beleuchtet sind. Wenn man dann die Möglichkeit hat, die umzubauen, wie es eben bei Minitrix ist. Dach ab, zack drauf und es innerhalb von ja, nicht mal einer halben Stunde, wenn man dann seine Wagen fertig hat, im ganzen Zug, wenn man mit 5 Wagen fertig hat, der dann da seine Kreise ziehen kann, befeilt man halt eben ein bisschen länger. Oder ob man jetzt, weil man es fast den Sachen an die Wand schmeißt, 2 Tage benötigt. Wie gesagt, das der Beitrag wird dann hierauf dann eben hochgeladen. Ist das schon so eine Sache. Ne? Nicht jeder ist eben darin bewandert, eben diese ganzen feinen Sachen durchzuführen, die heutzutage durchzuführen sind. Ist ja nicht nur bei Fleischmann. Ich baue gerade einen Fleischmann-Wagen um. Bei Pico ist das auch so, habe ich aber noch nicht probiert, kann ich mich momentan noch nicht darüber äußern, wie denn da das Ganze mit dem Einbau ist. Werde ich wohl bei einem Silberling mal ausprobieren. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich das dann halt machen werde. Aber das, weiß nicht, das kann es irgendwie auch nicht sein. Ne? Das ist heutzutage dann halt die Sache mit den LEDs, mit den Kondensatoren, ist eine tofte Geschichte, dass die halt dass die so gesehen flackerfrei fahren, dass die nicht immer dieses Lichtschwanken haben, wie es eben bei den alten Sachen war. Und dass jetzt kleine Potentiometer mit auf den Platinen sitzen, wo man dann auch die Lichtstärke einstellen kann. Alles super. Der Einbau, ich weiß nicht, was da für Voraussetzungen sind, wer heutzutage noch sich eine Modellbahn anschafft, beziehungsweise wo dann schon sondiert wird. Du kannst es nicht, dann lass es am besten. Ich weiß dann eben nicht, ob sowas unbedingt dann zur Kundengewinnung oder zum Kundenerhalt dann beiträgt, wenn man sich eben sowas dann leistet. Andere Sachen, die jetzt noch dazugekommen sind, davon schweige ich mal erstmal. Ich sage nur, die Dinge hatte ich in der Hand und oft genug in der Hand, habe damit rumgebastelt, habe die auseinandergepflückt, habe die, sind auch zweiter Hand. Ne? Ich achte da jetzt nicht drauf, ich nehme die einfach und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass das ein Wagen beschädigt wird, nur vom Hochnehmen und auf die Leise setzen. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Heute ging es nur um das leichte Einbauen, wie es denn damals war, und das andere sehen wir in ein paar Tagen oder vielleicht auch schon in einer Stunde oder je nachdem, wie ich es dann schaffe, hochzuladen. Ich bedanke mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es wird mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.